Alle. Jetzt kommt Radio Moskau. So, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, gehen Sie mal davon aus, dass ich als Steuerberater, Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer weiß, was Compliance bedeutet. Und gehen Sie bitte mal davon aus, dass man mit solch billiger Polemik, wie ich sie gerade hier gehört habe, überhaupt nichts klären kann. Es ist ein bodenloser Skandal, dass unser Land, was mal ein Musterbeispiel war, für gutes Wirtschaften, für eine funktionierende Wirtschaft, für eine Wirtschaft, die weltweit akzeptiert war als Exportweltmeister, dass sie es da geschaffen haben und darüber sogar noch lachen hier im Parlament, dass das nicht mehr der Fall ist, weil in einer Rekordzeit unser Land zerstört wird von solchen Leuten, die mit Selbstbedienungsmentalität sich selbst die Taschen vollschaufeln im Ministerium und sich die Zuschüsse zuschanzen, die über das Wirtschaftsministerium vergeben werden. Das ist das, was Sie hier machen. Sie zerstören unser Land. Und ich frage mich, was die Menschen draußen noch denken sollen von einem solchen Parlament mit solchen Debatten und von einer solchen Regierung, die ein solches Wirtschaftsministerium hat, was völlig versagt, den Mittelstand kaputt macht, die Energiebasis dieses Landes zerstört und immer mehr Wirtschaftsbetriebe unser Land verlassen. Ich frage mich wirklich, wie nehmen Sie, woher nehmen Sie diese Ruhe, da weiterzumachen? Glauben Sie nicht, dass irgendwann mal die Leute so schlau sein werden, das alles zu durchschauen? Welche Vetterles-Wirtschaft hier besteht, das ist doch mittlerweile offenkundig. Wie lange wird unsere Presse noch versagen? Aber ich freue mich, dass jetzt mittlerweile immer mehr Zeitungen diese ganzen Skandale enthüllen, dass zig Leute im Wirtschaftsministerium rausgeschmissen worden sind und neu berufen wurden, die ganze grüne Blase, die dort eingesetzt wurde, um unser Land zu zerstören. Leute, damit muss Schluss sein. Vielen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch Ihre. Ich muss das ja zwangsläufig alles mitverfolgen. So, nächster Redner ist der Kollege Olaf Inderbeek, FDP-Fraktion.